Fantastic. Guten Tag, willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Clash of Clans mit Winifred. 17 Uhr, das heißt, wir wollen mal wieder eine Runde spielen. Heute mal wieder. Also um 14 Uhr hatte ich ja den Troll-Account, 15 Uhr war die Bestrafung. Ich hoffe, es hat euch gefallen, könnt ihr mal reinschauen. Empire for Kingdoms. Wird auf jeden Fall noch eine zweite Folge von kommen. Ich finde, das Spiel ist eigentlich ganz okay. Wenn man es mal ein bisschen länger gespielt hat, also würde ich mal sagen, wenn da Interesse besteht, guckt auf jeden Fall mal rein. Ladet es euch mal runter oder so, mal gucken. Und wir wollen auf jeden Fall zurückkehren zu Clash of Clans. Und hier ist jetzt gerade einiges noch im Gange. Ich bin natürlich hier in meinem normalen Account. Und brauche 2 Stunden 50 noch für meinen X-Bogen, ja. Und die große Auflösung. Warte, wo ist sie? Hier, meine Königin. Ich habe sie nicht gejammt. Ich habe es nicht übers Herz gebracht. Sie zu jammen und... Ja, der Clankrieg startet heute Abend. Und es wird ein besonderer Clankrieg sein. Ich werde live Clan-Reporter machen. Warum wird es ein besonderer sein? Wir spielen nämlich gegen Kornfeld. Kornfeld ist ein deutscher Clan. Wir ebnen uns den Weg durch die Gegner wie die Aliens im Kornfeld. Wir haben Nonstop-Krieg, Minimum, Rathaus 8 Truppen und lila Mauern, Standardspenden, bla bla bla. Ja, wenn einer von Kornfeld zuguckt, kann er ja mal in die Kommentare reinschreiben. Scheint auf jeden Fall ein sehr guter Clan zu sein. Und es ist 15 gegen 15. Ich bin ja wie gesagt nicht dabei. Ich habe meine Queen nicht fertig. Hab mir aber für Live-Clan-Krieg noch ein bisschen was anderes überlegt. Ein neues Design habe ich mir noch überlegt für den Rahmen und noch so weiter alles. Werdet ihr dann morgen sehen, wenn es kommt. Ich werde es auf jeden Fall heute aufnehmen und würde mich sehr freuen, wenn ihr mal reinschaltet. Morgen kommt noch eine Laber-Folge und ja, heute ganz großes Thema in dieser Folge. Clash of Clans 2. Clash of Clans 2, fragen sich wahrscheinlich einige. Was will er von mir? Warum labert er jetzt über Clash of Clans 2? Das ist ein Thema, was mich schon seit längerem beschäftigt, Clash of Clans 2. Warum beschäftigt mich das? Einfach aus dem Grund, also Supercell habe ich mir gestern nochmal auf der, Firmen-Homepage von Supercell, habe mir das noch so ein bisschen angeguckt. Und, ja, wie will ich das sagen? Die machen ja momentan Clash of Clans, Boom Beach und Heyday. Dann gibt es noch ein viertes Spiel, ich weiß nicht genau, wie das heißt, ich weiß auch noch nicht genau, ob das überhaupt schon draußen ist hier. Oh, den nehmen wir mal eben mit. Das ist momentan so der Standard-Loot, den ich kriege, nicht mehr, nicht weniger. Wir sind natürlich wieder gerade am PC am Zocken, deswegen müssen wir mal gucken, dass wir die Truppen halbwegs gescheit gesetzt bekommen. Ja, also nochmal. Heyday, Boom Beach, Clash of Clans, das sind die drei Spiele. Aber eine Firma strebt natürlich immer Gewinnmaximierung an, ist ganz klar. Und ich bin am Überlegen, also das Spiel gibt es jetzt seit 2012. Und am Anfang, als das Spiel rauskam, hatte Supercell, es gab, glaube ich, noch keine Clans, ne? Es gab noch keine Clankriege. Und sie haben das Spiel trotzdem Clash of Clans genannt, weil sie einfach, sie wussten schon von Anfang an, was sie in dieses Spiel einbauen wollen. So. Das finde ich schon mal ganz cool. Allerdings, ihr seht es ist mehr oder weniger 3D, im Grunde ja eigentlich nicht. Man kann es nicht drehen, man kann es nicht wenden, man kann nicht zoomen, richtig, außer halt hier der Standard-Zoom rein, raus, ne? Das war es im Grunde. Von daher habe ich mir überlegt, kann es Clash of Clans 2 geben? Macht das Sinn? Macht das Sinn für eine Firma, dieses Spiel zu machen, beziehungsweise macht es für Supercell Sinn, dieses Spiel zu machen? Und da muss ich sagen, eigentlich schon. Warte mal, ich würde gerne noch ein bisschen mitnehmen. So, mal eben abwarten. Nein, jetzt gehen die da drauf. Egal, wir brechen mal ab. Ich habe eigentlich, ist mir die Pokale sind mir jetzt egal. Aber macht das Sinn für eine Firma, das zu machen? Also wie würde das Spiel aussehen? Du, wenn du jetzt bei Supercell wärst, du wärst dafür zuständig, Clash of Clans 2 zu machen. Was würdest du machen? Was würdest du in dieses Spiel einbringen? Wie würdest du das Spiel gestalten? Wie wird das Spiel aussehen? Welche Elemente wären das? Es gibt ja Clash of Lords und Clash of Lords 2. Ich weiß aber nicht, wie da der Unterschied ist, weil ich keins der beiden gespielt habe. Deswegen kann ich das schon mal nicht sagen. Aber wenn du da am Hebel wärst bei Supercell, was würdest du machen? Wie würdest du das Spiel gestalten? Was würdest du da einbringen? Das ist irgendwie so... Also natürlich zum einen, was ich machen würde, so ein bisschen wie bei Plunder Pirates, dass man das drehen kann. Also drehen und wenden, so ein bisschen 360 Grad. Das wäre schon mal nicht. Ich habe, glaube ich, den Mauscursor gar nicht. Dieses Mal, ihr müsst. Ich weiß nicht, ob ihr den dieses Mal seht. Ich habe den, glaube ich, nicht gehidet, also nicht unsichtbar gemacht. Da müssen wir mal gucken gleich. Ich habe übrigens wieder eine. Oh, ich habe eine Juwelenkiste. Top. Kann ich gleich alles mal abbauen, wenn das hier fertig ist in 2 Stunden. 46 Minuten. Nein! In 8 Stunden und 42 ist meine Zauberspruchfabrik fertig. Dann kriege ich den 5. Zauber und das ist dann der Frostzauber. Wunderschön. Ja, was würde ich sonst noch machen? Ich würde dann, glaube ich, das. Ja, wenn es wirklich Clash of Clans 2 wäre, würde ich das natürlich anhauchen an dieses Thema. Also, ja, die Truppen so in diesem Mittelalter-Fantasy-Stil gehalten, wie diese Barbaren, Kobolde, Bogenschützen, Riesen und so weiter.
Aber allerdings würde ich das, glaube ich, vielleicht kann man es auch für PC rausbringen oder für Konsole, warum nicht? Vielleicht, dass man so ein bisschen noch selber noch die ein bisschen mehr steuern kann, dass ein bisschen mehr 3D ist und so weiter. Ich weiß nicht genau, wie das aussehen würde. Oder vielleicht wird es das ja auch nie geben. Vielleicht sagt sich ja auch Supercell, das Spiel ist noch so erfolgreich, Clash of Clans, machen wir einfach nicht. Wir wollen einfach nur hier festhalten, vielleicht machen wir auch erstmal Rathaus 11. Weiß ich nicht. Ich müsste die Infernos mal nachladen. Ja, komm. Möchtest du alle, kann ich nicht alles machen? Nee, ich kann die nachladen für 26.000, für 466, Alter, das kostet. Kostet alles Geld, deswegen würde ich sagen, wir machen mal eben einen kleinen Cut. Überlegt euch mal, wie das bei euch aussehen würde, wenn ihr der CEO wärt von Supercell. Wie wird das Spiel bei euch aussehen? Ich bin echt mal gespannt. Schreibt es mir in die Kommentare rein auf jeden Fall. Weil ich da wirklich mal, vielleicht kriegen wir die ja dazu. Dann ist auch bald noch ein Thema Clash of Clans und Windows Phone. Das ist auch ein Thema, was mich sehr beschäftigt. Warum gibt es das nicht? Ich kenne so viele Leute, die ein Windows Phone haben und es gibt es nicht für Windows Phone. Ich wollte mir auch eins kaufen, konnte ich nicht machen. Gibt kein Clash of Clans dafür. Auch Problem, ne? Also, das sind auch alles so Themen. Schreibt mal in die Kommentare rein, was würdet ihr bei Clash of Clans sehen wollen? Wie würde das Spiel bei euch aussehen, wenn ihr der Entwickler wärt? Also, bis gleich. So, wir nehmen ihn jetzt hier einfach nochmal mit. Es ist wieder nicht viel Loot. Es ist im Grunde der Standard-Loot, den ich immer finde momentan. Allerdings, ja, nehme ich jetzt erstmal auch nur die... Ich nehme erstmal nur die Barbaren. Ich finde momentan einfach... Ich finde nicht mehr. Ich kann suchen. Ich habe echt nicht lange gesucht. Wenn ich nicht lange suche, gebe ich das natürlich auch zu. Allerdings... Wenn ich 80.000 finde und ich komme da mal eben ran, die Pokale sind mir, wie gesagt, momentan scheißegal. Ja, nehme ich mit. Auch wenn es nicht ist, ist nicht viel, aber klein Bild macht, klein Marble macht, klein Vieh macht auch Mist natürlich. So, 18.000 hat er noch. Geschenkt im Grunde. Nehme ich mir jetzt mal eben noch mit aus diesen beiden Minen. Da habe ich noch, warte mal, wenn ich die jetzt beide noch kriege, 24 Barbaren. 20 Bogenschützen, 12 Riesen, 9 Mauerbrecher. Ihr könnt mir auch mal sagen, was ihr von der neuen Musik haltet, die ich hier mal drunter gelegt habe. Das ist ein YouTube-Channel, den ich abonniert habe, der ja im Grunde diese kostenlose Musik veröffentlicht. Steht auch 100% royalty-free, das heißt 100% frei verfügbar und nutzbar für alles Mögliche. Weil mir wirklich Monster Cat Music, es ist cool, aber es ist halt wirklich nur Dubstep und irgendwann geht einem dieser Dubstep natürlich auch mal ziemlich auf die Eier. Von da habe ich mir gedacht, komm, nimmst du mal was Neues. Ich hoffe mal, es gefällt euch. Was habe ich da gemacht? Okay, da habe ich nur das weggemacht. Ich darf auf keinen Fall die Geschenke anrühren. Das finde ich ein bisschen schade, dass sie sofort verschwinden, wenn du draufklickst. Also es fände ich cooler, wenn es da noch eine Bestätigung geben würde, wenn du die anklickst, dann, dass es so, ja, das ist so halt das, bevor du, ach, ich rede wieder eine Scheiße. Das ist unglaublich. Ich rede manchmal ohne Punkt und Komma und vergesse dann schon mitten im Satz wieder, was ich sagen wollte. Wenn man das Geschenk anklickt, dass man eine Bestätigung erhält, ob man das Geschenk auch abbauen möchte. So, du mit dem Schuh raus. Mir ist übrigens noch was eingefallen, nämlich zu Clash of Clans 2. Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel Royal Revolt kennt oder Royal Revolt 2. Das ist auch ganz cool gemacht, so ein bisschen 3D-Optik. Das wäre doch auch mal eine Idee. Denn ich meine, ganz ehrlich, Boom Beach, Heyday, Clash of Clans ist im Grunde die gleiche Engine. Du hast halt nur bei dem einen hast du eine Insel, bei dem hast du ein Dorf und bei dem dritten hast du eine Farm. Also, das ist im Grunde das gleiche in grün. Das ist einfach eins und eins die gleiche Engine, genauso wie bei GTA 4 und 5. Also. No, God! No, God, please, no! 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 Ich hatte leider die Festplatte voll. Es tut mir leid, ich konnte nicht, ich konnte nicht alles noch weiter aufnehmen. Ich bin jetzt, habe jetzt einfach dann dementsprechend einen Cut gemacht. Ich wollte euch diese Bild einfach nicht vorenthalten. The Rookie, Predators USA. Ich finde die einfach mal sehr, ja, sehr kreativ ausgewählt. Ne? Ich nehme diesmal auf jeden Fall die 50% noch mit. Ich weiß, ich greife sie jetzt einfach, ich nehme die 50% nicht mit. Ich greife die Base einfach nur mal an, um sie zu zeigen. Ja, das war klar. Da hatte ich schon mit gerechnet, aber es ist mir jetzt auch egal. Er hat sonst aber nichts, oder? Hat er so? Das ist echt mal geil. Das ist ja echt mal richtig geil. Diese Base ist unglaublich. Hier ist ja nichts drin in den Minen und Sammlern. Von daher, warum soll ich das noch angreifen im Grunde? Ja, ich habe jetzt einfach mal eine Leine hingesetzt. Und die Base, die ist schon recht kreativ. Ich greife sie einfach mal an, ist ja egal. Also ich werde auch alle Truppen auf jeden Fall setzen. Nein, der schießt sie kaputt. Ja, der schießt sie kaputt. So, bitte. Der ist offen.
So, jetzt müssen wir eben gucken, dass sie die Luftabwehr, wenn sie die Luftabwehr kaputt machen. Wobei, wir können da noch zwei hinsetzen. Der X-Bogen zielt auf Boden. Der ist auch kaputt. Okay, da noch zwei hin. Ja. Die sind natürlich kaputt da oben. Das ist, die laufen teilweise aber echt scheiße. Hier hat er noch was drin. Die Königin schnappe ich mir natürlich mal eben. Ja. Die sind jetzt gleich kaputt. Ich komme auch im Grunde nicht ran an die. Ich komme nicht an die Sachen ran. Das könnte noch ein Problem werden. Wobei, wenn ich an einer Seite durch bin. Mal überlegen. Wenn ich an einer Seite durch wäre, könnte ich vielleicht noch reinkommen. Ich weiß es aber nicht. Ich kriege auf jeden Fall die 50% hin, aber das ist natürlich auch nicht genug. So, sein König. Ja, ich habe meinen König nicht mal gezündet. Das war auch wieder so geil. Ich habe meinen König nicht mal gezündet. Das ist auch wieder. Ich lasse es einfach bei den 50% gut sein. Das ist echt eine Base, ey, heftig. Da ist das. Da kommt der dran. Da kommt der dran. Okay, das ist das einzige Gebäude, was ich noch angreifen kann, wo keiner rankommt. Also noch ein totes Gebäude. Ah, die Base, ey. Krank. Wie viel habe ich jetzt? Ach, 47%. Oh, doch, die kriege ich auch noch. Die Tauberstofffabrik kriege ich auch noch. Alter, das ist echt Pleiten, Pech und Pannen, Leute. Ja, ich hatte angesprochen, dass ich mir Clash of Clans 2 so ein bisschen wünsche wie Royal Revolt 2. Weiß nicht genau, wie wer das gesehen hat. Ja, den kriegen wir noch. Den kriegen wir noch kaputt. Bitte. Ach, ist das ein Stress, ey. So, neue Musik hatte ich auch unterlegt. Ich weiß jetzt echt nicht genau, wie viel er davon übernommen hat oder nicht. Keine Ahnung, aber wir sind auf jeden Fall jetzt am Ende dieser Folge. Ich habe meine Lager fast voll und ich hoffe, es hat euch gefallen bei dieser kleinen Pleitenpech- und Pfannenfolge. Aber es kann auch mal sein, wir sind alle nur Menschen. Meine Festplatte war wie gesagt voll. Ich habe es nicht gesehen, dass bei Fraps oben das Ding weg war. Habe einfach weitergelabert. Deswegen müssen wir mal gucken, dass wir dass es eine halbwegs gescheite Folge noch geworden ist. Ansonsten würde ich sagen, morgen auf jeden Fall Clankriegsreporter. Da wird einiges Neues kommen. Ich hoffe, ihr freut euch. Und da würde ich sagen, bleibt dabei. Guckt euch mal die Bestrafung an vom 15 Uhr Video. Danke fürs Zugucken. Bald ist 150.000 bestimmt Verlosungen. Abonnieren nicht vergessen. Daumen nach oben. Ciao.